Ne, der ist tot, der ist tot, der ist CP tot. CP abgeschlossen. Der rechts in die Ecke lebt noch. Ja. Leck mich! Wo gibt's Probleme? Hier. Wer wirft da Rauch hin? Ich hatte auszusehen mein... Ne, den zweiten habe ich nicht geworfen, das war ich nicht. Das war dann Spitznass. Oh. Spitznass? Ja, Human? Das waren Spitznass. Wie geht's, Human? Kannst du laufen? Warte, mal, ich gucken. Mike, guck mal da vorne zur Hauptstraße. Ja, dankeschön. Junge, von wo kam der Beschuss? Hast du das gesehen? Kommt er von da nach vorne oder von hier? Alter, die haben mir voll in die Fresse geschossen. Also ich schock hier hin. Beschuss! Von wo? Er da mal hart erwischt. Wo? Nordwesten. Gleich um die Ecke. Ich seh's! Direkt auf der Straße. Kannst das gar nicht sehen. 145 Grad, ist da nicht was? Moment. Das bringt nicht, wenn wir jetzt alle da stehen. Da werden wir alle gleich weggemetzelt. Hallo? Hier ist ein Busch. Gib mir einfach Deckung. Nein, Ghost! Reicht, wenn du hinkriegst. So, ich hab zugenatet. Dürftest reingehen können. Ich hab jetzt aber keine Rauch mehr. Aber wie schnell Christoph und so hier waren, ey. Echt? Wir sind gesprintet. Oh. Ich hab hier Medic, kann mich mal noch jemand untersuchen? Ich hab irgendwie Schmerzen oder so. Ja, gib ihm Endheilung. Ja, so, und den unseren Jungen ziehst du weiter hinten. Du hast keinen Schmerz. Du schweißt noch ein bisschen, aber brauchst jetzt keine Endheilung. Du kannst ja laufen. Verstanden. Kann ich noch sichern? Ja, oder sichert das noch jemand? Ja, ich geh hin. Ich zieh ihn ganz hinter. Lass ihn ich leg mich hier einfach mit meinem MG hin, wenn sie dann kommen, dann... So. Ich gehe mal jetzt Richtung Norden. Dick ist schon aus. Ich guck mir das mal an, ne? Also pass auf, ja? Ich laufe extra auf der rechten Seite, damit du links Freischuss machen hast, okay? Ja. Achso, euer MG ist jetzt okay. So. Ich hab die Feinde noch nicht einmal gesehen, gell? Nein, vorne. Fuck. Hat bestimmt ein KI gerülpst oder so. Oh, ich hab den Herzschlag in meinem MG. Er blutet nicht mehr. Ah, wow! Schuss! LOL, steht ihr direkt vor mir, der Wichser! Ich gebe ihm CPR. Nein, ich lebe. Soll ich kurz Marcel hinterziehen? Wen hat's denn erwischt? Marcel. Ja, mach, aber zu Smoke. Von wo hat's denn erwischt? Das kam auf keinen um Fall von die Norden. Ecke, Nordwesten. Der kam von mir. Der kam auch nicht von Norden, das ist Westen, der Südwesten. Der kam um die Ecke gelaufen, hat ihn abgeschossen, in dem Moment habe ich gerade abgedrückt. Christoph, die sind da gleich rechts um die Ecke. Ja, da wollte ich gerade hin, ich war schon fast da. Okay, ja, Grenadier, wo ist Markus? Ja, der kam einfach um die Ecke. Markus, komm zu mir, verletzte Mal versorgen, los, Markus, folgt mir. Kannst du laufen, der da mal? Hm? Ja, ich kann laufen. Jerry, kannst du dich um den hier kümmern? Ist Jerry nicht dabei. Oh mein Gott, sorry. Ist das ein Soldat? Ist er tot? Ja. Mal, lass ihn noch liegen. Der ist tot, gut. Vorsicht. Leise. Ich stecke hier weiter hinten, weil der ist direkt vor mich gelaufen. Ich habe ihn nur zu spät gesehen. Ich habe was von rechts gehört. Wow! Da oben ist ein Schütze, da oben ist ein Schütze! Stopp! Was war denn das denn wieder für Scheiße? Mir geht's gut? Der hier neben liegt? Wer ist denn das? Human? Ja, mir geht's gut, ich stecke. Ich kann nicht mehr funken, warum? Hallo? Hä? Nein, du funkst nicht. Pass auf, Christoph! Jetzt kann ich wieder funken. Ich habe einen Sniper, glaube ich, gesehen auf 15 Grad von unserer Position. Seht ihr uns? Wir sind nicht sehr weit weg. Ich versuche jetzt meinen Beschuss aufzunehmen. Okay? Verstanden? Fucking shit. Okay, pass auf. Du musst mich vielleicht zurückziehen. Da war ein Sniper. Ja. Scheiße, ist weg. Okay. Er ist in Deckung gegangen. Okay. Kommt er noch? Frage ist, ist der Einzige. Hä? Hey, Ich bleib gedeckt mich derweil in Richtung 200, 340 Grad, Entschuldigung. Da oben ist nämlich ein, ich seh ihn, aber er schießt nicht.
Und ich sehe, ich kann nicht auf ihn schießen, weil er in Deckung ist. So, Jungs, pass auf, ich da bin jetzt auch einer, hier. Da steht einer, da steht einer. Da stand da direkt ums Eck, Leute. Ist der tot oder nicht? Mike, da stand hier direkt ums Eck, einer ist weggerannt, aber ziemlich rechts schnell. Um die Ecke? Hier, direkt auf meiner rechten Seite, wo ich umgedeckt bin. Okay. Ist tot, ist tot. Sniper ist tot, Sniper ist tot. Okay. Sniper ist tot. Achtung, folgt mir. Was? Hast du es mitbekommen? Nee, was war? Ich hab gegen den Baum da hinten geschossen und die Splitter von der Granate sind auf mich zurückgeflogen. So Leute, ich hab lokalisiert, von wo die schießen. Eindeutig von Westen. Ich bin jetzt mal extra in Schussbahn gegangen. Oh, habt ihr gerade geschossen? Negativ. Dankeschön. Von links. Von links kommt Schuss. Eindeutig von links. Komm mal, ich geh mal, komm mal von der anderen Seite. Enix. Da ist einer, Achtung! Markus, bist du hinter mir? Komm aus der Gasse hier raus. Markus? Ja, ich bin hier. Wohin? Achtung, Achtung, Achtung! Ist tot! Nein, da steht ganz klar, mit Wandklammer zu werfen. Ja, werf sie am besten wieder mal auf. Okay, der eine ist tot. Nein, das ist jetzt. Sonst noch was? Und heute das. Such gerade. Einfach nur eine Idee. Da ist eine Granate, die muss brennt. Squad scheint ausgelöscht zu sein. Ich kann nichts mehr erkennen. Zurückziehen, zurückziehen. Los, Markus. Ah, endlich mal wieder freie Sicht. Oh, warte mal, da hinten ist, glaube ich, einer. Marcel, da ist noch Beschuss, aber ich weiß nicht genau, von wo. Von hier an den Westen ist es, glaube ich. Vorsicht. Achso, da hinten irgendwo habe ich explodieren gehört. Gut, ich gehe jetzt hier rüber, Achtung. Scheiße. Ey. Hat jemand noch Smoke-Granaten? Ja. Ein paar habe ich noch. Ja? Ich habe noch ca. 20. 20 Smoke-Granaten. Aber wenn du von Granaten. Okay. Oh. So, da ist Markus. Wo ist mein Team? Da ist Laval. Was? Aus Richtung 40 Grad. 40 Grad? Was ist da? Alter! Was? Ey, da hat ein ziemlich gigantisches Kaliber von Norden knapp an meinem Kopf in die Wand links von mir eingeschlagen. Das nein, war ein Sniper. Ich sag euch, ein Sniper schon eliminiert worden. Da kann nicht aber so viele da war schießen, noch bitte. Einer. Da kann doch nicht so viele Schüsse ineinander abgehen. Der hat definitiv, war das ein Sniper. Ey, das hab ich an der Wand gesehen, dass das ein Sniper war. Achtung, Achtung, Achtung. Mit welcher Sniper denn bitte? Weiß nicht, das hat auf jeden Fall gemacht. Damit Ben die Kugel abgemischt sind? Ja, mit der ja, das war auch keiner. Pass auf, Marcel, das stirbt mir nicht. Ich gebe mir das Schmerzen. Das kam ziemlich flach, Christoph, das kam so von 0 Grad sogar. Also direkt vom Norden, oder was? Ungefähr. Also ich habe gesehen, dass der Schuss ziemlich flach kam. Also es müsste so im Norden sein. Und den Dreh. Ist schwierig. Ist da nicht ein Kran oder sowas? Das wäre das ist ein Turm. Ist ein Kran hier. Also, ganz ehrlich, wir sollten einfach hier weg. Ja. Aber sicher, nicht, dass wir... Und nicht, dass der Sniper uns alle legt, Alter. Deswegen müssen wir sicher... Ja. Zwischen den Häusern kann ich es nicht sehen. Wenn wir durch den Süden gehen, kommen wir ganz gemütlich unser Ziel an. Ich kann hier nichts erkennen. Ne, negativ. Ich krieg auch mal einen Blick, ja? Warte mal. Lol, ich hab mir die hintere Seite gar nicht gedeckt. Hey. Da war's schon wieder. Beschuss. Niemand. Alter. Von wo kam das? Der ist gerade hier bei 90 Grad in die Wand eingeschlagen, also kann er nur von Norden kommen. Genau. Passt mal auf, soll ich meinen Blick riskieren? Ich sehe von wo. Achtung, scheiß Leute. Warte, sag an, ich komme mit meinem MG zu dir gekrabbelt. Aus Nordosten. 11 Grad hab ich gesehen. Moment. Ich glaube, ich... Dieser Wichser. Ghost, was deckst du ab? Ah, okay. Ghost, deck mal zu linken. Oh Gott. Wir haben hier gute Deckung, wenn uns... Da steht ein Turm, von da könnte es gekommen sein. Nein. Nein. Jetzt verlasst nicht eure Position hier. Wir brauchen nicht alle Leute hier. Bleib, Human, du bleibst hier in Deckung, genau. Wenn du dich mich hier hinlegst, dann bist du in Deckung und in Sicherheit. Ja klar, aber ich habe halt MG mit Visier drauf. Da oben? Stopp, Moment, ich sehe einen, ich sehe jemanden, Moment mal. Wo? Knall ihn ab. Der liegt, ich glaube, der ist tot, bin mir nicht sicher. Ich sehe einen Schalldämpfer, der rausragt, auf 17 Grad. Nee, ich sehe ihn ja nicht, ich sehe, der Schalldämpfer fliegt nur so nach oben.
Der ist auf dem Gebäude, aber ich glaube, den habe ich schon abgeknallt gerade eben. Schieß trotzdem. Wir sind an. Auf 17 Grad, das wäre leicht rechts von mir, oder? Ja, auf dem Gebäude da, direkt vor uns, vor dem Kran. Direkt 30, 40 Meter von uns. Da oben! Oh. Hab ihn, ist tot. Perfekt. Der war direkt vor uns, komm mal her, Mike. Ja, ich bin hier. Genau auf 20 Grad, da ist ein Gebäude, hinten, wo der Kran dahinter ist. Da oben war der Wichser. Ah, okay. Ja, direkt da. Ja, dann sehe ich auch. Gut, wir gehen jetzt Richtung Süden, Christoph. Nein, den Typen hab ich gerade abgeknallt, aber der war nicht tot, der war nur verletzt, deswegen. Gut. Passt. Richtung Norden ist Selbstmord. Richtung Westen, ne? Das ist Selbstmord. Da habe ich ja vorhin gesehen, ich bin kurz aus der Mauer raus und da kamen schon 100 Schüsse. Ja. Wir müssen Richtung Süden und die dann sozusagen von in der Süden haben wir keine Deckung, das ist das Problem. Ganz im Süden. Nee, wir gehen nur einen Block runter. Gut. Wow. Ja, oder wir gehen wieder hoch. Ja, schon, aber ich soll... Es ist die Frage nur, sollen wir wieder gemeinsam verrücken oder sollen wir versuchen, so ungefähr nur 100 Meter voneinander entfernt zu sein? Weil wenn wir alle 10 Mann... Ja. Ja, oder ihr geht einen Block hoch und wir versuchen dann hier vorzurücken. Oder wo sind wir denn jetzt überhaupt gerade? Ich habe keine Koordinaten, das ist die Scheiße. Ja, lol, das ist mir eingezeigt. Ich hab schon. Das hat mir angezeigt. Das ist irgendwie buggt die Karte, bei mir blinkt die Disco-Lichte. So, das heißt, guck mal, Christoph, du kannst von hier... Von da vorrücken und ich versuche halt geradeaus gleich durchzubringen. Sobald ihr oben seid, sind Feinde ein bisschen abgelenkt und gucken ein bisschen auf euch. Achtung, Schuss. Das hat gerade laut geknallt. Von wo? Hier links, da wo der Scharfschütze lag, irgendwo da hinten in der Nähe. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Das war eine Explosion oder ein paar Schüsse? Das war eine Explosion, keine Schüsse. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. So. Wir gehen, das heißt, wir gehen in Richtung Norden jetzt, oder wie? Ja, ihr schon. Und wir warten erst gut. Circa bis ihr da Team Foxtrot. Passt. Team Foxtrot sammeln, wir gehen Richtung Norden zurück. Achtung. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Kann mir irgendjemand was geben? Meine Waffe wackelt wie Sau. Ich kann wir haben Endheilung. Gebt Endheilung. Wir haben genug. Ja. Ich kann da überhaupt nicht... Ja, ist okay. Gebt Endheilung. Endheilung geben. Okay. Warte, ich nehme mich hin. Ist mein Team hinter mir? Nein, ich brauche noch Endheilung. Gut, Markus ist hinter mir. Ich bin da. Ich brauche noch Endheilung. Ich brauche noch Endheilung. Leute, die KI ist gerade auf 250 Grad hinterm Haus verschwunden. Ich wiederhole, 250 Grad hinterm Haus. 250 Grad am Haus ist die KI verschwunden von uns aus. Und irgendwo ist ein Jeep, zumindest habe ich einen gehört. Aber. Negativ ist ein rotes Zivilistenfahrzeug. Nicht schießen, over. Markus? Scheiße. Markus? Hinter dir. Zurück. Deckung suchen. 320 Grad, die Straße hoch hat er geschossen. Ich leg mich jetzt hin und guck, ob ich ihn finde. Fahrst du den. Zack, geschossen, schieße. Wo? Lol, ich hab ihn ausgeschaltet. Gut. Der war auf 260 Grad. Ja, das war der. Hausecke. Ja, das war der. Alle wieder in Ordnung? Ja, genau, der war das. Du blutest. Oh, ich blute. Fuck, warte, ich kann nämlich bandagieren. Ich hab hier Bandagen und so bei noch mir drin, ne? Einfach sammeln rund um Sicherung, bitte. Okay, du brauchst sonst nichts mehr. Okay, danke. Bitte. Gut. Ich guck rechts runter. Dann rücken wir mal, schauen wir mal. Ja, ich guck dann links runter. Du entwickelst einen Plan, Christoph. Schuss! Wahrscheinlich auf Team 2. Ja. Ja, der ist auch auf Team 2.
Team Hotel Status. Ja, wir haben gerade einen Spitznass-Sniper erledigt, der hier über die Straße gerannt ist. Ich will jetzt schnell weiter, also muss ich vom Band. Kontakt auf 330. Verstanden. Auf was? 3-4 Mann Patrouille. Wo, lass mich. Wo? Ja, bestätigt. Hier einmal. Medics beim hinten, Medics beim hinten, Medics beim hinten. Geht, einer deckt mich. Geht alle nach hinten, nicht. Ja, positiv, ich seh's. Wo? Ganz genau über 330 Grad, ziemlich weit hinten, ich sehe sie. Ich gehe mal mit, ich schau mal drauf, Mensch. Ja, die laufen da, drei Mann. Sind gleich vorbei. Ja, ich sehe sie. Sollen wir sie holen? Nee, lass. Verstanden. Auto. Zivilistenfahrzeug. Richtung 240 Grad danach. Zivilistenfahrzeug ist ein Motorrad. Wir müssen hier unbedingt weiter. Okay, Richtung 230 Grad, Markus und ich bereit? 230. Ja, bereit. Ey, dieses scheiß Zivilisten, ey. Stopp! Feindlicher SUV. SUV! Zivilist. Ja. Zivilist. Zivilist. Ja, wir haben SUV auch gesehen. Was sagst du raus? Jetzt haben wir Slenderman. Moment, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich kann schon wieder nicht funken. Du funkst die ganze Zeit. Nee, bei mir funkt er nicht. So, wer sitzt denn da? So, sorry, irgendein Blödsinn. Ich habe den Pegel jetzt ein bisschen hochgestellt. Es war ein Zivilistenfahrzeug, nicht angreifen. Ich habe auch das falsche Funkgerät gehabt. Aber gut, ihr seid in der Nähe auf jeden Fall, wenn ihr es gesehen habt. Over. Okay. So, alle hier? Ja. Wir hoffen's. Dann Markus und ich gehen weiterhin auf 210 Grad zu den Gebäuden. Verstanden? 210. Wartet, dann lass mich erst aufstehen, ja. Abdecken, jetzt. Genau, Human abdecken. Ich stecke hier hoch. Das Problem ist, hier steht überall so scheiß Gras, also ich sehe nicht immer was. Ja. So, okay, ich sehe aber keine Feinde. Mach doch aus mit oder sowas. Okay, los. Nee, ich will das Spiel auch richtig spielen als Simulator. So, absichern. Finden die uns jetzt noch? Ihr könnt nachrücken. Ja. 210 Grad. Gut, rundum sichern. Ich hab schon wieder Schmerzen, ich kipp mir schnell was. Ja, was ich hab auch Schmerzen. Ich muss ganz kurz überlegen, wie wir weiter vorgehen. Leute, ich hab schon wieder den Punkt hier eingezeichnet. Hier. Ernsthaft? Dann schieß mir mal ins Knie. Du hast keine Schmerzen. Warte, ich komm zu dir. Und zwar ganz genau auf 158 Grad, 555 Meter. Da ist ein Granatwerfer. Oder ein Kord. 158 Grad. 555 Meter. Siehst du's? Ja, ich seh's. Deckung, alle Deckung. Medics nach hinten, gönnt die auch nach hinten. Nur Human und ich sind jetzt hier. Irgendjemand verdeckt mich gerade. Geh weg. Danke. Wer ist denn da vorne? Gerade, das ist Laval. Laval, Deckung. Laval, Deckung. Du bist Medic. Laval. Meine Güte. Ja, jetzt seh ich's. Warte. Glaubst du, kriegst du die? Das war jetzt nicht in gelb, oder? Moment. Ich kann nochmal sagen. Okay, warte, mit dem Visier sehe ich sie jetzt auch. 555 Meter. Aber Problem ist, ich sehe es durchs Gras nicht, weißt du? Ich kann mich nicht hinlegen und schießen gleichzeitig. Warte, das haben wir gleich. Fuck. Ich suche mir eine gute Position, wartet hier. Ich muss die andere Seite noch abdecken, warte. Ich halte das Ding schon aus. Deckt ihr nur nach hinten. Ja. Wieder mal Patrouille. Beinkontakt. Was? 230 Grad? 330. Auf 330 Grad Richtung Nordosten. Wie nah? 330, wie nah? Einmal ungefähr ein Klick entfernt. Ein Klick, das ist ja. Ein Klick? Das ist ja. Ey, ich komme nicht. Wer sitzt denn da? Ah, okay. Markus. Toll. 600 Meter ungefähr.
Markus, du bist im Weg. Okay. Voilà. Bin ich blind? Also ich sehe sie. Bei so einer Wand. Wie viel Grad? 333. 333? Wow. Nein, das ist noch Human. Nee, ich sehe es nicht. Gut. Human? Perfekt, Human ist oben an der Ecke, Achtung. Christoph, werdet ihr beschossen? Negativ. Human versucht gerade ein Cord-Geschütz auszuschalten, das sich in Richtung Süden befindet von unserer Position, also over. Da hinten dran steht noch ein Jeep. Dann habt ihr das gleiche Geschütz gesehen und ihr seid anscheinend vor uns. Habe verstanden, over. Wie sieht's aus, Human? Guck mal bitte nach, müsste down sein. Oder? Ein Jeep ist da, Jeep ist kampfunfähig, also ist nicht mehr fahrbar. Jeep hab ich, dem habe ich glaube ich gerade. Da sind noch zwei Soldaten, links vom Jeep, zwei Soldaten stehen herum, wie blöd. Ich muss näher ran, weil ich hier keine gute Ausgangsposition eigentlich habe. Okay. Im Moment ist. An das Team, bitte rückt weiter vor und zwar in Richtung Süden. Wir sind jetzt dort bei den Häusern wieder. Wir versuchen gerade das MG auszuschalten. Ah, hier seid ihr. Human? Hallo. Human? Ja. Ich sehe den Jeep, aber keine Soldaten darum. Links davon. Warte, ich guck mal mit dem Vektor gerade. Kommt mal her, links davon. Ich sehe sie. Kannst du treffen? Warte, ich denke schon, ja. Kommt mal her. Team Foxtrot, hier. Ja, alle absichern. Da. Human versucht sie auszuschalten. Ich decke Human in Richtung Westen. Christoph? Ja. Team Hotel ist genau im Osten von uns. Wer ist da hinten? Die sind hinter uns. Hallo, Leute. Check doch nach hinten, da ist Team Hotel ist hinter uns, Leute. Ich dachte gerade, jemand flankiert uns. Lol. Seht sie jemand noch? Guck mal bitte. Ich versuch's gerade, ja. Negativ, sind am Boden. Sind sie tot oder leben sie noch? Scheinen tot zu sein, zumindest bewusstlos. Ja, die sind alle weg und der Typ ist fahrunfähig. Gestoppt. Ja. Und das ohne, dass ich sie gesehen habe. Team Hotel ist genau hinter uns. Ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Ich dachte, jemand flankiert uns, weil niemand... Auf Richtung Norden vor, haben sie gesagt. Okay, wo sind wir denn? Oh, da steht schon wieder hier eingezeichnet. Das ist so eine Scheiße. Wir gehen wieder Richtung, wieder nach oben. Leute, wir gehen Richtung Norden. Das hat keinen Sinn. Hier ist zu viel offene Fläche. Verstanden? Alle mir nach. Kolonne einhalten. Kolonnenformation. Achtung! Autsch, danke, Laval. Das ist die Wand. Naja, du bist durch mich durchgelaufen und hast mir Schmerzen gemacht. Ich hab dir Schmerzen. Ups, Deckung. Medic kümmert sich um Human. Human, bleib mal stehen, dann kann ich untersuchen. Was ist passiert? Ja, du hast geschossen und du bist durch den Stich gelaufen, deshalb hatte ich Schmerzen. Oh, scheiße. Ey, diese okay, dreckigen KIs da hinten, gell? Durch dieses scheiß Gras hier in der Wüste habe ich den nicht gesehen. Alles okay. Okay, perfekt, danke. Schon mal versucht, blind auf Feinde zu schießen? Das ist nicht lustig. Ja, das habe ich letzten Freitag auch machen müssen. 244 Grad, 410 Meter, da ist eine Patrouille, die läuft im Wald. Wir haben aber keine Schussmöglichkeit, es ist zu weit weg und sie verstecken sich andauernd. Wir versuchen weiter vorzurücken. Markus, wir gehen jetzt auf 260 Grad, das sieht nach einer guten Overwatch-Position auch aus. Los. 260, ja. Jetzt ist er schon wieder weg, ey. Er ist so schnell. Unglaublich. Team rückt nach. Nein, ich sehe Feinde. Feinde. 320 Grad. 320.
Also rück nach. Rück nach. Ich muss dem anderen Teamer helfen. Die wurden nämlich von dem beschossen. Ist okay, ist okay. Lass ich mal da durch, wir gehen hier weiter. Ich bin innerhalb von der Mauer, ne? Ja. Was war das für ein Geräusch? Da hat jemand Aua. Christoph? Okay. Ja? Wenn wir das nächste Mal Pause machen, dann flicke ich alle mal hier zusammen. Ja, aber wir brauchen eine sichere Stelle. Warte mal kurz, ich guck nochmal da runter, wo dieses Gebäude im Wald ist, ne? Das gefällt mir nicht. Richtung 320 Grad möchte ich über die Straße. Bereit, Markus? Ja, bitte was? 320 Grad über die Straße, bereit? Im Hotel, hier Team... Ja. Christoph, da sind jetzt zwei Gebäude. Ja, Team Foxtrot hört. Ja, Moment, dann, nicht schießen. Du meine Stimme hörst, kannst du dir denken, was passiert ist. Ist er down, dann bräuchte Koordinaten. Koordinaten folgen. A never ending story. Wieso sehe ich eigentlich dauernd unsere Markierung auf der Karte? Das ist so scheiße. Wow, Achtung! Das ist ein Granatwerfer, what the fuck. Ich höre sie. Gehört. Ich höre sie, aber von wo? Ich sehe den Granatwerfer! Warte, lass mich vorbei, alle mal raus. Stopp! Human, du kommst mit mir, los! Ziemlich weit rechts. Deckung hier, Deckung dir. Hier, Human, komm. Warte, ruhig, halten, stopp. Team Hotel, hier Team Foxtrot, wir haben den Granatwerfer gesichtet. Bitte alle in Deckung gehen, wir versuchen jetzt den Beschuss aufzunehmen, over. 325 Grad, 360 Meter, siehst du's? 325 Grad. Ja, warte. Der liegt, der sitzt da schön im Wald. 325 Grad. Den knallst du ab, Alter. Den holst du mir heute fürs, keine Ahnung, Abendbrot. Warte. Fürs Nacht. Ja, für dich doch alles, Schatzi. Weg da. Warte, ich muss weiter vorrücken dann aber. Achtung. Da ist ein Baum im Weg, zur Info. Ich geh in Deckung. Bleib da einfach zurück. Hier Team Hotel nochmal. Wir sollen ihnen sagen, dass sie zwischen den Gassen durchlaufen sollen. Ach, wie sollen sie auf den Hauptstraßen oder auf Nebenstraßen. Baum. So haben sie am wenigsten keinen Kontakt. Habe verstanden, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Granatwerfer schützen hier. Danach gehen wir die weitere Vorgehensweise durch, over. Ja, so verstanden. Ich kümmere mich so lange um Mike. Ich gebe ihm CPR, over. Ich höre Ghost schreien. Bitte. Schalt den zuerst mal aus, wir müssen zu ihnen rüber. In der Zwischenzeit können Sie bitte die Koordinaten durchgeben, wo Ihre Position ist, over. Meine momentane Position ich ist... Ich habe irgendwie 9, aus dem Sichtkontakt 9, verloren, gell? 9... Sag mal, 9, wir die Gradzahl nochmal durch. 7, 8... Hat jemand noch eine Vektorbatterie? Hallo, nein, sag mal bitte die Gradzahl von dem Ding durch. Sorry, ich muss kurz nochmal schauen. Sorry, ich musste gerade die Koordinaten tragen. Da liegt auch noch irgendwas im Wald, entweder tot oder nicht. Da ist jetzt diese komische Waschmaschine im Weg. Der ist 325 Grad, 200 Meter. 325, das wäre ja hier hinten nur. Da liegt noch positiv. Wir müssen jetzt immer uns noch um den Granatwerfer schützen kümmern. Wir kommen so schnell wie können, over. Human. Wow, Achtung. Das Deckung. Wir müssen uns beeilen. Mike ist down, Lerdam ist der einzige Überlebende. Wahrscheinlich. Der Sunny ist down, das heißt im Endeffekt, wir müssen uns beeilen und du blutest. Aber darum kommen wir später. Oder warte mal. He's not bleeding, deine Blut ist offensichtlich doch nicht. Bitte, Human, beeil dich. Ich habe die Position markiert, wir müssen uns extrem beeilen, wir haben noch ca. 6 Minuten Zeit vielleicht, 6, 7. Danach verrecken die, diesmal wirklich. Human? Leg dich doch hin! Oder hast du keine... Na gut, egal. Du hast einen Baum getroffen. Wow! Oh. Genau deswegen wollte ich nicht, dass du da offen herumstehst. Scheiße.
Bewusstsein. Hier, sie werden wieder bei Bewusstsein. Wieder da. Christoph ist wieder da. Warte mal. Yo, man. Ja. Dann reagier bitte auf das, was ich sage. Ich habe ja gemeint, du sollst da nicht offen rumstehen, weil jetzt hat der uns im Visier. Nein, ich habe ja... Ja. Der sitzt da so behindert, ich komme anders nicht an den ran. Okay, dann noch ein Team. Ich kann nicht gehen. Ja, das machen wir gleich. Nein, das ist der auch. Nein. Leute, wir haben immer noch das Problem, dass Mike Squad gerade stirbt. Nur so Info. Ja, aber wir sind vor. Ich hab Nein, lass mich mal durch. Fuck. Das gibt's ja nicht. Hau mir mal schnell, dass ich laufen kann. Ich hol das Ding. Ja, gleich erstmal. Aber nicht von derselben Position. Nein, nicht von derselben Position. Ich weiß jetzt, wo ich hingehe. Komm, gleich mir mal schnell was rein. Wie lange dauert das? Ach komm, bis dahin bitte ist der weg. Christoph? Ja. Lass mir gehen helfen, ich will hier hoch. Warte, das passt. Auch das. Ach fuck, das ist so ein Minidach. Kacke. Nee, lass das. Das bringt nichts, komm mit. Ja, ich brauche eine Overwatch-Position. Sonst hier, komm. Hier, komm. Wo? Hier in der linken Häuserkante. Also, einfach weiter runter hier, oder? Dort, wo ich bin. Komm, hier. Ja. Hier, kannst, Team, Foxtrot. Kannst du mir gehen helfen? Erfolgreich, ja, alle nein, das ist so wieder unsicher. Geheilt. Wir sind warte, hier ist ein Fässer, perfekt. Zu euch. Wir müssen aber wahrscheinlich noch den Granatwerfer da ausschalten, oder was das war, Ende. Stopp. Ich sehe etwas, ich sehe auf 334 Grad sehe ich was. 625 Meter. Ich kann nicht mehr hier meinen MG und uns dann direkt heilen, damit wir in voller Kampfstärke gemeinsam gegen den Granatwerfer vorgehen können. Over. Human, Alter, du hast das versemmelt. Ja, was? Was? Was ist? Was ist denn? Was ist? Was Leda mal gesagt hat. Ja. Ja, Human, wir können nicht mehr angreifen. Es ist zu spät. Wir müssen jetzt sofort vorrücken. Ja, ich brauche erstmal Endheilung und dann... Wieso? Kannst du laufen? Nein, ich kann nicht laufen. Ja, dann brauchst du Endheilung. Dann soll dir dabei Endheilung geben. Alle mal versorgen, kann mich mit jemandem durchchecken, Medikit? Ich wackle. Ey, wir machen das anders. Ihr rückt gleich vor, ich kümmere mich um den. Am besten Matze bleibt bei dir, oder ich? Matze bleibt bei Human. Jo, mach ich. Dann sollen die uns einfach später. Und wir haben jetzt noch vielleicht 3 Minuten oder so. Jetzt müssen wir uns unbedingt beeilen. Mike wird sterben. Und das ganze Squad ebenfalls. Wie schaffen die das eigentlich mal umzukippen? Ey, warum dreht sich bei mir die Karte? What the fuck? Aber die Scheiße ist, da ist... Ey, was ist das? Da steht ein Baum in der... Ich komm anders nicht an den Rand. Ready, lava ready. Ey, bei mir dreht sich alles, ich kann hier nichts markieren. So, bereit? Also, Human, Matze, du bleibst bei Human. Wir rücken weiter vor, okay? Junge, wo bist du denn hin? Okay, los. Weiter. Ich sehe das Squad vorne. Los. Leute, ich blute. Seine Verletzte durchchecken. Christoph. Nein, Christoph. Nicht ja. Christoph, komm doch. Was ist? Geh weg. Was ist? Ach, da Köpfele kriecht. Ach ja, da kriecht jemand da hinten. Ja, da, komm hinter doch mal. Christoph, hinter dir. Lol. Irgendwie ist mit dir los. Nicht oh, Labal, Alter, stopp mal. Komm mal. Ihr wisst, dass ihr mitten im Feld drin steht und da vorne... Christoph? Ja? Du gehst hier nicht links, nicht auf die Freifläche irgendwie, weil Mike... Akzeptier. Annehmen. Annehmen. Hallo, nimm an. Heiliger.
Ja, ist egal. So, ist Mike jetzt wieder am Leben? Ja, alles klar. Ich kann immer laufen. Habt ihr noch einen Raketen? Du bist doch nicht durch. Ja, positiv. So, jetzt halt mal Schnauze halten. So, Medics versorgen jetzt alle Verletzten so, dass sie wieder tipptopp sind, sprich Medikit. So wie ist jetzt der Status. Einer redet. Einer. Ja, unser Status ist. Mike hat erwischt. Und Mikrochan. Granatwerfer und hat Infanterie an sie gesichtet und eine feindliche Mii. Mii kann ich sehen, Granatwerfer sehe ich jetzt nicht mehr. Wir haben ja vorhin Schussmöglichkeit gehabt, Human hat es aber versaut, weil er ist einfach gestanden und hat nicht getroffen. Und dann hat es dann uns im Visier gehabt. Ja. Wie weit ist die Mii entfernt? Moment mal, ich habe eh die Vektor gehabt, lol. 600 Meter. Zu weit weg, ich habe einen 300 Meter Raketenwerfer. Ja, da hinten sind noch bestimmt Infanterie, etwa 300 Grad hinter den Häusern und im Wald. Auch andere Enthaltung. Okay. So, ihr gebt jetzt alle mal allen Enthaltung, ich muss kurz mit dem Status durchgehen. Human hier Teamleader, wir haben jetzt die Verletzten versorgt, das sieht gut aus, Mike ist im Moment zwar AFK, aber sonst alles ist okay. Wir geben Endteilung, wir haben eine feindliche Mii gesichtet, aber die ist zu weit weg für den kleinen Raketenwerfer. Das heißt, wir müssen weiter vorrücken. Könnt ihr nachkommen jetzt? Over. Was mit dem Granatenwerfer? Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Könnt ihr ihn treffen oder müsst ihr weiter vorrücken oder näher oder eine neue Position finden? Over. Ich würde jetzt davor an das Haus sprinten, da sitzen nämlich zwei im Wald, dann könnte ich sie normalerweise ohne Probleme beide wegholen. Das Problem ist, das sind zwei Granatenwerfer, meiner Meinung nach. Dann kommen wir aber zu euch. Ich möchte nicht, dass ihr zu zweit alleine vorrückt und alle sterbt. Over. Ghost? Verstanden. Christoph, hast du noch Medikits? Ja, nein, habe ich nicht mehr. Hast du welche? Was? Ich hab noch zwei. Öffne, gib sie mir bitte. Ja, hier, Also bei mir waren es direkt an der Hauswand. 318 Grad. Das ist jetzt eh 7, das sollte reichen. Jo. Gut. Okay, ja, Team Foxtrot, bitte sammeln, wir ziehen uns zurück. Verstanden? Mhm. Ja. Wir gehen jetzt auf 140 Grad los. Freundliche Einheiten nähern sich, Freundliche Einheiten? Feindliche Einheiten. Nähern sich. Okay, pass auf. Mein Plan war folgender. Ich wollte jetzt mit ihm, wenn du hierher kommst. Ah, noch ein Chip. Hier. Siehst du das weiße Haus da? Ja, warte auf, positiv, positiv! Hinter uns! Auf 190. Ein Mann läuft relativ geduckt, jetzt sprintet. Ja, positiv, er sprintet. Nicht schießen! Kann bitte jemand einen Granatwerfer im Auge behalten, ist nur ein Mann. Positiv, nur ein Mann. Kann ihn bitte jemand im Auge behalten? Also aber noch jemand. Ja, gut. Dann Markus, warte, Markus, du wärst im Auge. Human, du versuchst den Granatwerfer auszuschalten. Er ist tot? Ja. Warum? Wodurch? Weiß ich nicht, der ist gerade tot umgefallen. War er verletzt? Da ist noch einer. Wo? Da ist keine Beschreibung. Warte, ich sehe nichts. Wenn ihr irgendwie fail. Was jetzt? Hauswand. Ja, stimmt, da läuft noch einer. Ich sehe nicht wo. Den Verletzten zu. Ja, positiv, positiv. Ja. Bin ich blind? Ach, da ganz hinten. Da ganz hinten? Ja. Da steht noch einer. So, Markus, du behältst ihn weiter im Auge. Schau, dass du nicht den Sichtkontakt verlierst. So, Human, du schaltest erst mit dem Granatwerfer aus. Wenn der auf uns zielt, sind wir alle tot. Und auf Richtung 180 Grad im Süden sitzt noch einer. Und soll ich das alleine machen oder kommt jemand mit? Dann alle in Deckung, ja. Was ist? Was? Nein, auf Richtung ich das alleine machen soll? Süden ja. Du hast die einzige Waffe mit Scope. Ein paar präzise Schüsse. Und du bleibst hier. Hallo, Human! Da ist aber immer noch einer. Nicht! Human!
Das war, Christoph, das war schon so geplant. Wir wollten zum Weißen Haus vorrennen und von da aus. Ja, aber es ist alleine. Ey, das sollte sich da. Oh Gott. Fuck, deck du mir den Rücken. Shit, Alter. Christoph, wir haben ein MG, das auf Süden 180 Grad gefunden. Darf ich es ausschalten? Fragezeichen. Wenn ihr hundertprozentig trefft, ja. Fuck. Bin down. Ich bin down. Reloading. Nein, nicht wegziehen, ich nehme nicht. Nicht da, nicht, nicht da, das ist der Granatwerfer, das ist der Granatwerfer. Ey! Wenn wir jetzt zu den Gebäuden. Nein, warten, standby, standby. Danach können wir zu dem Gebäude. Ich hoffe, du triffst mit dem Teil, gell? 300 Meter, dann passt. Okay, bis zu mir. Wo zielst du hin? Ich kein Geschütze, also ich sehe keins. Das heißt nicht, dass da keins noch ist. Aber ich sehe, dass die Mie bewaffnet ist. Rechts und links ist ein Dorkan. Also wie hoch ziehst du dann? Habe verstanden. So, wir werden jetzt probieren, weiter vorzurücken. Wir gehen auf das kleine Haus da und dann zu diesen alten Häusern, weil dann wir am besten Schutz. Over. Kommt ja, wir rücken Richtung Westen vor, die Straße entlang, bis wir bei diesem Abdullah sind. So, vier Leute hier. Squad hinter der fünf da hinten. Sorry. Gut. Markus? Ja. Du kommst mit mir auf 315 Grad zum Haus. Ihr wartet hier und Human gibt Deckung. Verstanden? 6, 7 Leute in der Nähe patrouillieren. Ich weiß, wir kommen hier nicht hin. Das ist zu weit weg. Wenn wir jetzt schießen, schießen die auf uns. So, bereit? Ja, die KI ist viel besser als wir. Los. Wir werden so sterben. Also schnell vorbei sein. Bitte. Gut. Absichern. Christoph, der Abdullah ist bei dem Helikopter, ne? Das heißt, ihr müsst den Abdullah gefangen nehmen. Das heißt, nicht die Mie zerstören. Bevor ihr angreift, würde ich euch raten, die rote Blätter kaputt zu machen, damit er nicht abhaut. Und wir holen die Waffenlieferung. Ende. Halt auf, Boss. Okay. Ich habe hier eine feindliche Patrouille entdeckt, aber die ist jetzt wieder weg auf 10 Grad. Soll ich auf die Mi später mit dem MG auf den Heckrotor schießen? Dann sind sie auch flugunfähig. Hey, ich kann nicht funken. So. Folgendes, und so, wir rücken jetzt weiter vor von uns aus auf 270 Grad zu diesen kleinen Mini-Häusern. Ihr werdet dann, wenn wir dort sind und ich das okay gebe, rückt ihr dann genau dort vor, wo wir jetzt sind, verstanden? Over. Markus? Ja. Los. Fuck. Nein. Hier, feindliche Patrouille gesehen. Okay, ihr kommt jetzt einfach dort zu diesem kleinen Gebäude, wo wir vorher waren. Okay, wir decken euch den Rücken. Over. Ja, feindliche Patrouille, wo? Bei einem so einem Metallturm. Ich bin jetzt gerade nochmal. Da war eine Patrouille, aber die ist hinter. Ist egal. Wenn wir gerade nicht die Chance haben zu schießen und jetzt nicht davon schießen, mal ignorieren. Kann ich alles machen hier. In der Wand verschwunden. Ich hab halt den letzten Mann. Okay, sind jetzt bei uns. Warte, deck sie mal. Okay, komm jetzt zu unserer Position. Over.
Gut, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir dürfen die Mine nicht zerstören mit dem Raketenwerfer, weil wir den Typen gefangen nehmen müssen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nein, habe ich nicht gesagt. Zack. Weil dann ist die Gefahr zu groß, dass er stirbt. Würde ich sagen, einfach entweder versuchen, den Piloten rauszuschießen. Nicht nur den Piloten, müssen das Ding kampfunfähig machen. Das heißt, hinten den Heckrotor zerstören und den und die Dorgunner rausschießen, weil die sind besetzt. Das wollte ich ja fragen. Mit dem MG hinten schön auf die Heckrotor, dann dürfte normal... Weißt du was? Die Position hier ist eigentlich perfekt, oder? Komm mal her. Du siehst hier perfekt auf den Heckrotor und bist gedeckt. Dann bleibst du mal hier mit einem anderen Typen. Wo ist die? Ich sehe die gar nicht. Die ist auf 310, 305 Grad. Weiter links. 10. Links, ich da. Perfekt, der Heckrotor. Ja. Moment. Und der Dorgunner sieht dich nicht. Alle trotzdem in Deckung gehen. Moment. Moment. Ja, ich sehe die von hier aus gar nicht. Ah, da ist sie. Okay, leg dich hin. Biport deployen. Und du hältst dich einfach mal schussbereit, okay? Kann einer bitte mal kurz vor mir das Gras niederwalzen? Ja. Ich sehe gar kein Gras. Lol, ich hab's deaktiviert. Hoppala. Ah, deshalb kannst du auch so gut schießen. Ich zock nämlich schon mit Gras. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, zurück, geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Das reicht. Gut. Danke. Also, Matze, du bleibst jetzt bei Human, okay? Matze? Beschuss. Ja. Hand ihr eher? Oh. Was war das? Wart ihr das? Ja. Seid ihr das? Ja. Offensichtlich schon. Human, hey, halt auf den Mi. Ziel auf den Heckrotor, verstanden? Biport deployen. Ja, Moment. Matze, du bleibst der Human. Labal und Markus, ihr kommt mit mir. Warum sehe ich dich schon wieder nicht? Ich will wissen, wie weit die weg ist. Dann lass uns los, Leute. Die hinten schießen Jeep, Leute. Wir müssen uns dann auch darum kümmern. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die Mi nicht wegfliegt. Ja, dann go, go. Die Mi, ja, warte mal. Die Mi ist 425 Meter. 425 Meter, 308 Grad. Okay. Ja, ich sehe es. Okay. Matze, du bleibst hier. Das restliche Team kommt mit los. Ich kann nicht hoch genug, wenn ich... Alle hier? Leute? Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt! So, Leute. Das war ein bisschen, glaube ich, weil... Ja, wurscht. Du warst da und dann okay. Und der Ball immer rechts weg stehen bleiben. Du hast schon zwei Leute verletzt, weil du durch sie durchgelaufen bist. Okay, weiter geht's Richtung 360, 365 Grad los. Die decken uns den Rücken, das ist sehr gut. Ich sehe die Mi. Jeep, 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 Jeep. Deckung, 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 Deckung. Jeep, Jeep, Jeep. Alle in Deckung, alle in Deckung, alle in Deckung. Wenn jemand verreckt, bin ich das. Wenn ihr das jetzt braucht, sagt Bescheid, gell? Entschuldigung. Ja, ein Jeep gesichtet. Wir versuchen ihn auszuschalten. Schießt, wenn ich sage, okay? Du schießt, wenn ich dir sage, over. Kommt auf uns zu, bitte um Feuererlaubnis. Positiv. Ist down, ist down, ist down, ist down, ist down. Haltet eure Position, schaut, dass ihr auf die Mi bewacht. Wenn die wegfliegt, dann sofort auf den Heckrotor schießen, dass das Ding nicht mehr abheben kann. Over. Okay, alle bereit? Verstanden. Wo seid ihr? Ja, kommt her. Oh, wo seid ihr? Oh, ihr seid da. Markus? 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 Die sind, oh mein Gott. Okay, weiter in Richtung 370 Grad, los. Okay, alle bereit? Wieder weiter in Richtung 370 Grad. Achtung, 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 stopp, stopp. Ja,
Leute, ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass es eine Atombombe gibt. Also nicht zu nahe kommen, oder? Ja, ich weiß. Die werden wir jetzt entschärfen. Okay, wir laufen jetzt in Richtung 325 Grad. Okay, zu dem Gebäude. Bereit? Ja. Mhm. Fuck. So. Können wir nicht vielleicht den Typ da, den wir gerade ausgeschaltet haben, irgendwie sicherstellen, falls die Bombe irgendwie hochgeht? Der ist sicher. Moment, Achtung, ich gehe in Schussbahn. Der Jeep brummt noch. Wenn die Bombe hochgeht, renne ich sofort zum Ding. Ich sehe die Mii. Leute, kommt mal hier in die Ecke. Wir gehen zu dem kleinen Gebäude da auf 325 Grad, seht ihr das? Ja. Los. Komm mal nach hoch. Ja. Achtung, 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 warte, ich sehe, ich möchte schon kurz schauen, ich sehe die Mii. Der jetzt verstanden, MG ist schon ausgerichtet. Okay, Markus, ja. Du hältst auch auf den Pilotensitz. Komm links von mir. Schau, dass du den Piloten ins Visier kriegst. Abal, du gehst in Deckung. Ja, das ist Gras im Weg. Achso. Bei mir nicht. Ich kann ihn treffen. Ich hoffe es zumindest. Habt ihr ihn schon erwischt? Wir haben es noch nicht mal probiert, wir versuchen es gerade, wir sind gerade in Position over. Bereit? Auf 3, okay Markus? Mhm. 1, 2, 3. Nochmal. Beschuss, Beschuss. Deckung, Deckung, Deckung. Deckung? Ja. Neue Posi suchen. Ja, wir haben beschossen, der Pilot sollte tot sein. Seht ihr irgendetwas? Over. Bleib hinten, Markus. Ja, wenn du da... Nein, lauf dann ja nicht hin. Ich schieße mal wieder auf dich. Pilot scheint tot zu sein. Geht er weg? Schuss wieder. Sehen aber beschossen aus dem Mii. Oder hinter dem Mii. Beschuss aus der Mii. Over. Mii angeschossen, ich sehe den Bordschützen, soll ich drauf schießen? Positiv. Starte den Beschuss. Feuer einstellen. Schauen wir mal, ob der tot ist. Wow! Ich bin noch beschossen. Soll ich rückschießen, zurückschießen? Warte, nein, stopp. Beschuss aus 340 Grad, 800 Meter im Wald hinten. Over. Die kommen vom Wald. Der Dorgunner der Mii ist down. Ich wiederhole, der Dorgunner der Mii ist down, der Pilot scheint nicht down zu sein. Scheiße, der Pilot ist nicht down. Soll ich es nochmal probieren? Ja. Das Fenster ist eine Kugel. Lass es mal probieren. Die Kugeln fallen am Fenster ab. Jetzt ist die Frage, ist dieser Typ... Was? Ja, das sind die da auf 340. Okay, Junge, das sieht so aus. Die Fenster der Miesen vorne Panzer gestellt. Ist Panzerglas, das heißt, wir kommen da nicht durch. Jetzt ist die Frage, ob der Typ sich in der Mii befindet, weil sonst könnten wir die Mii zerstören, over. Mal Eindeckung. Ich muss das erstmal hier abklären.
verbal, ja gut. Team Hotel hier, Team Foxtrot, bitte kommen. Geil, wie liegst du da? Voll geil. Team Hotel hier, Foxtrot, bitte kommen. Ja, ich komme. Was ist? Wir konnten den Piloten der Mi nicht ausschalten, weil das Panzerglas ist. Jetzt ist die Frage, ob sich der in der Mi befindet. Ein Dorgan ist vernichtet, wir könnten die Mi zerstören. Aber die Frage ist, wie gesagt, ob dieser Al-Janabi-Typ in dem Helikopter ist. Over. Das ist ein Fenster offen, wo Albaner ist im Helikopter, ihr müsst ihn sichern. Ihr müsst schießt die Rotorblätter kaputt, damit er nicht abhauen kann. Wo ich stehe, ist ein Fenster offen, da kannst du ihn an die Schulter schießen. Ihr habt doch einen tollen Nee, das geht nicht, das geht nicht. Und während er draufhält, könnt ihr doch vorrücken. Ihr müsst auf jeden Fall diesen Alar-Typen da Heile rausholen oder so. Keine Ahnung. Das Problem ist, wir haben Beschuss aus Richtung Norden, eben vom Wald her. Und wir haben keine Schussmöglichkeit, over. Okay, wir können in die nächste Deckung sprinten, aber das ist die Frage, das ist nicht so weit. Ja, oder Christoph? Dann zerstört es einfach. In die andere Deckung, nicht in die Deckung, sondern komm jetzt Warte. In die Deckung. Geht den ganzen Heli und haut ab, Norden. Denn, das Haus ja, genau, Norden. Falls ihr es nicht entschärfen könnt, weißt du, was passiert. Einer macht Unterdrückungsfeuer und das zieht zwei Arme. Ah, verstanden, over. Also, Human halte ich bereit, ich schieße mit dem Raketenwerf auf das Ding drauf, over. Hoffentlich treffe ich. 240 Grad, 240 Grad. Jetzt hoffen wir, dass dieser Schuss sitzt. Wenn nicht... Dann muss Human. Bereit? Rückstrahlzone frei? Bei denen haben Treffer an. Sie schießen von hier, sie schießen. Zurück. Ich würde sagen, ihr habt verfehlt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir haben getroffen. Ja, machen die halt... Ja, aber warum ist das Ding nicht kaputt gegangen? Wir haben eindeutig getroffen, aber... Vorsicht. Beschuss. Pilot sitzt auch drin und alles. Ey, aber bei mir habe ich getroffen? Was ist das für eine Scheiße? Christoph. Also bei mir habe ich getroffen. Kannst du versuchen, erstmal den Heckrotor zu zerstören, over? Nein, nein, Beschuss. Ja, das funktioniert nicht. Feindlich MG in das Gesicht, darf ich es ausschalten? Wo? Grad? Wald Richtung 330 Grad. 330 Grad. Wenn du triffst, ja. Ich sehe es. Ich kann nicht zielen. Das ist kein MG, das ist ein MG-Schütze. Oh fuck. An das komplette Foxtrot Squad in den Jeep, Wir versuchen euch abholen zu kommen. Verfickte Scheiße. Ich fahre. Wir müssen jetzt schnell zickzack laufen. Alles evakuieren. Alle drinnen, los. Rein. Go, fahr los. Ey, Leute. Das war der Baum. Christoph? Oh!